Ihr fragt euch bestimmt, Alter, warum hast du dir so einen Scheiß-Titel genommen für so ein Video? Ja, es ist eine Real-Life-Story, Alter. Ey, ich bin immer noch gerade richtig am Ausrasten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. Ich bin... Oh, Junge! Kann nicht sein. Kann auf... Ey, nee. Erstmal, was geht ab zum neuem Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Heute eine Real-Life-Story, wie ihr es im Thumbnail gesehen habt. Im Thumbnail und im Titel. Sorry. Und zwar hat das heute mal was mit dem Spiel Fortnite zu tun. Das kennen wahrscheinlich ein oder andere. Ja, man, ist nicht so das gehypteste Spiel gerade im Moment, oder? Nee. Es hat was mit Fortnite zu tun. Es hat sozusagen etwas von mir zerstört, so. Ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie wenig Bock ich gerade habe, irgendwas gerade zu machen. Ah, wie kann ich denn das am besten sagen? Und zwar, ich wollte gerade ein Video aufnehmen und dachte mir so, ja, ey, machst du chillig ein Video? Ja, dann ist es halt passiert und jetzt drehe ich halt gerade das Video. Also, um die Geschichte etwas kürzer zu fassen, man kann sich ja vorstellen, was ich gemacht habe. Ich habe gerade Fortnite gespielt auf meiner PS4 und habe ganz normal gechillt. Wird eine chillige Runde, dachte ich. Dann auf einmal war es halt nur noch ein 1v1. Ich dachte mir so, ey, den ziehst du easy, wenn nicht, bist du eigentlich ein richtiger Vollidiot. Ja, dann wurde der Platz immer enger und enger und dann haben wir uns dann halt irgendwie gesehen. Und dann auf einmal war es richtig, das war richtig intens, das Game, Alter. Ich habe so geschwitzt, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich habe so geschwitzt, dann hatte ich noch 2 Leben. Ich dachte mir so, ey, Digga, nein, das kannst du nicht verkacken. Das kannst du auf gar keinen Fall verkacken. Ich dachte mir so, ja, okay, 2 Leben, eigentlich ist das Game schon vorbei. Ich habe verloren, ich werde niemals ziehen. Ja, dann hat es sich so herausgestellt, dass ich dann doch gewonnen habe. Aus irgendeinem Grund, weil er irgendwie so dumm ist und in der Zone drin geblieben ist. Und was dann halt passiert ist. Weißt du was? Ich zeig euch einfach mal, was genau passiert ist. Okay. Ja, Mann! Fuck. Nein, Junge. Fuck. Ich bin so ein Vollidiot. So ein Vollidiot, Mann. Das geht mir richtig auf den Sack gerade. Geht auch nicht an. Es geht wirklich nichts an. Es ist nicht nur der Display, der kaputt ist, sondern wahrscheinlich auch noch irgendwas anderes da drin. Es geht nicht an. Ich habe schon versucht, mein zweites Display, was auch kaputt ist, das ist das zweite Display, beziehungsweise mein allererstes Display, was ich kaputt gemacht habe. Und hier ist halt das Handy von mir, was kaputt gegangen ist. Ihr könnt es ja hier mal genau sehen. Oh, ihr seht die Kamera. Das ist crank shit, Mann. Das ist... Guckt's euch mal. Junge, das ist so eine Banane. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Aber es ist so eine Banane. Übertrieben. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Ja, ich habe versucht, dieses Display daran zu machen. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt wieder gewechselt habe. Aber es ging auch nicht. Also liegt es nicht nur am Display, sondern es liegt komplett am Handy. Und jetzt habe ich erstmal kein Handy mehr. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das ist. Wenn man ein Wetter hat, wenn man 2 Videos in einer Woche bringen muss, mit Henry und Gideon übrigens, falls ihr die nicht gecheckt habt, checkt mal unten ab, und keine Connections haben kann, was abgeht, wo wer was macht und so, geil. Einfach nur geile Scheiße, Mann. Es ist für euch wahrscheinlich nichts krasses, so, ja, ihr habt ein iPhone 6 oder so, ja, ist ein iPhone 6, ist doch nicht so schlimm. Doch, egal was für ein Handy es ist, Mann, auch wenn es ein iPod wäre, wenn ich darüber irgendwie über WhatsApp schreiben würde. Ich würde so einen Hals bekommen, würde es mir kaputt gehen, weil ich kann mich jetzt nicht kommunizieren mit irgendwem, was Sache ist, wer wann ein Video drehen will, mit wem und was für ein Video vor allem. Ja, ich kann es immer noch nicht glauben, dass es einfach so im Arsch ist, Alter. Ich komme nicht drauf klar. Vor allem auch, oh, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das Display ist so aus dem Gehäuse rausgefallen. Oh mein Gott, Alter, fokussier doch mal. Man kann es nicht sehen. Geil. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn einfach nichts funktioniert. Auf jeden Fall muss ich mir jetzt irgendwie ein neues Handy ziehen. Und ich will mir ja nicht irgendein Handy ziehen, so ein billiges, wie das iPhone 6 oder so, weil ich keinen Bock mehr auf dieses Handy habe. Es ging mir so oder so auf den Sack, weil es so langsam war. Jetzt muss ich mir auf jeden Fall ein neues Handy kaufen und ey, es lag nur an dem Spiel. Wirklich nur an dem Spiel. Oder auch, weil ich so dumm bin und mein Handy auf den Schoß gelegt habe. Aber ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat diese Real-Life-Story so gefallen. Ja, wie gesagt, ich hole mir ein neues Handy. Ich habe gar keinen Bock, Geld auszugeben, weil ich so oder so broke bin. Aber vielleicht regelt der YouTube was, ne? Auf jeden Fall, vergesst nicht, mich auf Snapchat zu abonnieren, auf Instagram zu abonnieren oder adden oder was auch immer. Was ganz wichtig ist, abonniert mich auf YouTube, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich riesig freuen. Wir sind jetzt schon bei 2650, feiere ich richtig. Die 10k sind bald drin. Wrong. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein, Leute, und ciao.